Bei unserer Reise über Ostern hatten wir uns eigentlich vorgenommen, viel weiter südlich zu fahren und länger unterwegs zu sein. Doch leider hat sich Lotte kurz vor der Abfahrt den rechten Arm gebrochen. Und so konnten wir später aufbrechen. Unsere Route führt uns südwestlich, in mediterranes Klima, durch märchenhafte Landschaften, Burgen und Wein. Ihr habt es sicherlich schon bemerkt, wir befinden uns nicht in Italien, sondern in der Pfalz, der sogenannten Toskana Deutschlands. Oder ist die Toskana die Pfalz Italiens? Wie rum wir es auch drehen, die Pfälzer haben recht. In den Häusern wurde der Sandstein verbaut, der sich vor über 200 Millionen Jahren unter wüstenartigen Bedingungen abgelagert hat. Er versprüht mit seiner warmen, weichen Aura diesen mediterranen Flair bis heute. Das besonders milde Klima wird begünstigt dadurch, dass der Pfälzerwald als Wind- und Regenfänger agiert. Er schirmt die von Westen herannahenden Tiefdruckgebiete von der Weinstraße ab. Mit über 1800 Sonnenstunden im Jahr ist die Pfalz die sonnenreichste Gegend Deutschlands. Die Pfalz ist das zweitgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands nach Rheinhessen. Von Neustadt an der Weinstraße stoßen wir bei der Suche nach Weingütern zufällig auf den kleinen Winzerort Roth unter Riedburg. Der Stellplatz liegt ein bisschen versteckt mitten in den Weinfeldern. Wenn ihr autark stehen könnt, seid ihr hier genau richtig. Bis zum Dorf sind es nur wenige Meter. Die Gemeinde liegt in der Region Weinstraße. Westlich von ihr erstreckt sich die Hart, wie der Ostrand des Pfälzerwaldes genannt wird. Schon die Kelten haben 550 vor Christus mit dem Weinbau hier in dieser Gegend begonnen. Die Römer haben ihn dann weiter mit ihrem Wissen kultiviert. Die günstige klimatische Lage und auch die hervorragenden Böden haben über Jahrhunderte diese Gegend zum Weinanbaugebiet geprägt. In dem kleinen Winzerdörfchen existieren heute noch ca. 20 Vollerwerbswinzer. Schlendert man hier durch die Gassen, laden die offenen Tore zu den Innenhöfen der Weingüter zur Weinprobe ein. Uns haben die Weine des Weingutes Häusler und Töchter sehr gut gefallen und wir nehmen eine Auswahl mit in die Heimat. Wanderung im Pfälzerwald führt uns zum Hilschwasserfall vorbei am Triefenbach bis zum Friedensdenkmal. Auf den anmutigen Höhen mit der wunderbaren Aussicht auf die goldenen Fruchtgefilde und kostbaren Rebhügel sagte der Teufel einst zum Herrn Jesus Christus: All dieses soll deins sein, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Doch der Herr Jesus Christus antwortete nur wortkarg: Behalt's. Und der Name Pfalz war geboren. 500 Meter rechts abbiegen auf Abbruchsteig. Weißt du auch mal? Wahrscheinlich hätten wir auch geradeaus fahren können, tatsächlich. Nein, hier die Fahrradstraße gefahren. Rechts abbiegen, dann rechts abbiegen.
Auf dem Hinweg haben wir einen kurzen Abstecher in Limburg an der Lahn gemacht. Der Stellplatz liegt an einem Nebenarm der Lahn, fußläufig auf dem Weg in die Altstadt mit dem spätromanischen Limburger Dom St. Georg. Mit seinen 7 Türmen hat er mehr Türme als jede andere Kirche in Deutschland. Die hohe Lage auf dem Kalkfelsen oberhalb der Lahn sorgt dafür, dass der Dom weithin sichtbar ist. Nach einem Besuch der sehenswerten Fachwerkhäuser und einer Weinprobe im Burgkeller brechen wir am nächsten Morgen früh auf. So, wir sind am Eingang von der Ruppertsklamm. Und das ist ein kleines Tal, ein Seitental vom Lahntal. Und da hat sich der Michelsbach ganz tief eingeschnitten. Und warum das Ruppertsklamm heißt? Kennst du Ruppert? Erklärt sich vielleicht noch während der Wanderung. Genau. Es ist jetzt schon sehr wunderschön und es ist relativ wild, wenn man das jetzt so überhaupt sagen kann. Ja, wir freuen uns drauf. Also der Michelsbach muss mal richtig viel Wasser transportiert haben. Vor ein paar Tagen vielleicht auch erst, als es noch viel geregnet hat. Jedenfalls ist hier ganz viel liegen geblieben. Holz, Stämme, also Baumstämme, Schutt und große Felsblöcke. Und das kann man hier richtig sehen. Und mit abnehmender Wassermenge ist das hier einfach alles liegen geblieben. Und der Weg wird auch hier geführt an diesen Drahtseilen. Leider sind die Drahtseile gerade auf der rechten Seite, wo man sich dann festhalten könnte. Aber leider ist bei Lottiger der rechte Arm leider gerade nicht zum Festhalten geeignet. So, wie machen wir es jetzt? Also müssen wir sehr vorsichtig gehen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Der steilste Aufstieg ist wahrscheinlich schon geschafft. Jetzt wird es ein bisschen flacher und hier ist es auch schon deutlich ruhiger. Merkst du? Das Wasser töst gar nicht mehr so hier oben. Plätschert eher. Mal gucken, wie es weitergeht. So, wir liegen jetzt hier auf der Lahnblickliege und die Klamm war ganz schön, der Aufstieg war schöner als der Rückweg, ne? Also am Anfang war es sehr schön, schön steil und danach wird es dann ein bisschen ruhiger. Aber jetzt sind wir schön im Panorama. Aber wir können schön gucken, ins also in die Weite. Ich finde, der Weg ist sehr zu empfehlen, weil es abwechslungsreich ist. Man geht erst durch so eine Klamm und steigt und so und da hat man den schönen Bach und jetzt geht man oberhalb des Tals. Mit einem schönen Blick. Aber rausgefunden, warum es jetzt Ruppertklamm heißt, haben wir eigentlich nicht, oder? Nur, dass es wohl ein Fehler in der Verzeichnung war beim Kartografieren. Eigentlich war es der Michelsbach und irgendjemand hat dann eingetragen Ruppertsklamm. Warum? Weiß man nicht. Rupert the Red Nose. Ach nee, das war Weihnachten, anders. Ne? Ja. Mhm. Naja, dann gehen wir mal, würde ich sagen, zum Camper zurück und dann geht's auf weiter. Ich glaube, als Kanufahrerin hätte ich ganz schön viel zu tun. Aber wenn du jetzt alleine im Kanu fährst, dann musst du doch nur mal ein bisschen die Richtung korrigieren, so ganz sanft. Ja, aber es ist auch wirklich schnell. Also ich glaube, man muss dann schon schnell reagieren. Ja.
guck mal. Toll. Dass die so riesen Flügel haben, ne? So, wir sind in Melsungen an der Fulda. Wunderschön. Die Glocken läuten, es ist Ostermontag und wir sind auf dem Heimweg. Und mal gucken, wo es uns das nächste Mal hintreibt. Wir sind selber gespannt. Ich glaube, im Mai sind wir wieder unterwegs oder so. Mal gucken. Ist ja bald Mai. Ihr werdet es erleben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.